Ist gut. So, rückwärts. Voll einschlagen. Ah. Voll einschlagen zuerst. Genau. Dabei, dabei, dabei. Ist gut. Gib Gas. Voll einschlagen. Ich kann mega schön, dass es selber voll Gas gibt plötzlich. Ja, du bist das Vorbildfunktion für deine Geschwister, die das sagt dir die Mutter von klein auf. Und so nimmst du es mit halt. Und du bist immer das Vorbild. Du hast gar keine Chance, der Zeit, um ein Kind oder Kind zu bleiben. Also ja, sie hat viel früher eine Verantwortung müssen tragen, die ich jetzt bis jetzt noch nicht machen muss. Ja, also die Verantwortung ist, dass zum Beispiel über den Mittag, wenn die Mami am Arbeiten war, dass es gekocht worden ist, dass man einfach heimgekommen ist, dass man etwas Warmes hatte zum Essen. Das habe ich zum Beispiel nie müssen machen. Jetzt dieses Jahr werden wir 20 Jahre in der Schweiz sein. Sind im August 1999 in die Schweiz gekommen. Und zwar aus einem von Äthiopien. Sind aber mit dem Flieger ganz normal geflogen. Also nicht mit dem Bötli, wie man jetzt heutzutage gehört von der Eritrea. Sind ja über Italien. Und in Italien sind wir dann mit dem Schmugglerwagen in die Schweiz gekommen. Und der hat uns dann alle Pässe genommen. Und ist dann abgefahren. Der Grund, warum er alle Pässe genommen hat, ist, so kann dich der Schweizer halt nicht mehr zurückschicken. Er weiss ja nicht, woher du kommst. Und so sind wir safe da. Mein Vater ist am Krieg gezogen damals. Es ist, wir waren ja in Äthiopien und es war gegen Eritrea. Der Krieg war. Wir sind selber ja auch Eritreer. Also sind eigentlich die Feinde die Heims. Also beim Feind die Heims. Und wir mussten flüchten. Und, aber weil wir auch den äthiopischen Pass und alles hatten, ich meine, er hat auch müssen Krieg an der Front, genau. Haben alle Männer genommen, gesammelt und er ist dann gegangen. Wir sind dann geflüchtet und ja, nachdem hat man nicht mehr gehört, was für uns klar Message ist. Wir haben dann schon das Rote Kreuz abgeschickt und alles. Und haben nichts, sie haben dann nichts gefunden. Ja. Und Mutter ist ja eben durch den Krieg eigentlich alleine mit uns geflüchtet. So hilflos oder so, ist sie uns eigentlich nie begegnet oder hat sie nie gezeigt. Im Gegenteil, sie hat uns eigentlich immer wieder Ziel gegeben, oder? Tagesziel hat. Das wollte ich noch sehen von euch, die Not wollte ich sehen. Sie hat uns immer gepusht und immer da mit voller Energie und ja, und immer dran geblieben. Es wird dir so geben. Also du musst für die Familie da sein und es ist, du bist alles für die Familie.